Ich heiße euch mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warframe. Ja, das letzte Mal, dass wir in Warframe reingeguckt haben, ist jetzt schon wieder ein kleines Stück her. Da jetzt aber vor kurzem Fortuna released worden ist, beziehungsweise mittlerweile auch Mesa Prime released worden ist, habe ich mir gedacht, gut, kann ich mir das Spiel selber auch so mal wieder ein bisschen angucken und habe seitdem doch reichlich Spaß, insbesondere mit Mesa Prime. Und habe mir gedacht, das Ganze können wir doch einfach mal direkt teilen und machen ein kleines Video zu Mesa Prime selber. Die gute sehen wir auch schon direkt hier. Ich habe sie insofern schon mal fertig gebaut. Ich finde, vom Design her ist sie mir auch recht gut gelungen, beziehungsweise gefällt mir so auf jeden Fall sehr. Und schauen wir doch einfach mal, was sie alles kann, wie ich sie gebaut habe und ob sie effizient genug ist. So, fangen wir einfach mal mit den absoluten Basics an, und zwar was das skilltechnisch so kann. Den ersten Skill, den können wir relativ schnell sogar abschießen, sage ich mal. Das ist Ballistic Battery. Sorgt einfach dafür, sobald es aktiviert ist, dass ein Teil von dem Schaden, den man mit Waffen denn austeilt, ich sag mal, gespeichert wird und dann nochmal mit dem nächsten Schuss von sich gegeben werden kann. Ist ganz nett, macht halt als Single-Target kurz mal einen relativ netten Schub, ist jetzt aber nichts, wo ich sagen würde, ja, das ist der Riesenmengen an Schaden, die da ausgeteilt werden. Da hat Mesa dann doch später, zumindest mit Peacemaker, auf jeden Fall eine deutlich bessere Alternative. Ist ein Ding. Keine Ahnung, braucht man in der Regel, würde ich mal einfach behaupten, gar nicht mal groß aktivieren. Ist fast schon Energieverschwendung, wobei ihr seht, es kostet halt auch kaum Energie. Kann man machen, aber spielt keine große Relevanz, würde ich mal behaupten. Interessanter ist da deutlich schon die zweite Fähigkeit, das ist nämlich Shooting Gallery. Das ist nämlich, das zeige ich mal am besten einfach so direkt, dieser wunderschöne kleine Kreis, der einen hier immer wieder, naja, umkreist. Dieses wunderschöne kleine Ding, das fliegt nämlich nicht nur um einen selber rum, sondern wechselt auch von einem selbst zu einem Teamkollegen, zum nächsten Teamkollegen hin und her und gibt den Leuten einen entsprechenden Damage-Buff. Zusätzlich springt dieses Ding aber auch noch zu Gegnern, die um einen rumstehen, und sorgt dafür, dass sie eine Ladehemmung haben. Heißt, es ist so eine Art, ich nenne es jetzt einfach mal Pseudo-Stun, dass sie nämlich effektiv einfach nur dastehen und sagen, hey, meine Waffe schießt gerade nicht, und versuchen müssen, die Waffe wieder in Ordnung zu bringen. Ist sofern schon mal ganz nett, sorgt auf jeden Fall dafür, dass Mesa wieder ein kleines bisschen mehr überleben kann. Und Damage-Buffs, insbesondere wenn es auch mal auf die Gruppe so ein bisschen verteilt ist, bin ich eben mal ein großer Fan von. Sofern schon mal ein sehr schönes Ding. Was zum Überleben des Weiteren auch noch hilft, ist nämlich die dritte Fähigkeit, Shatter Shield. Das ist nicht nur eine Damage Reduction, sondern das ist auch zeitgleich nochmal ein Reflect auf Schüsse, die auf einen eintreffen. Heißt Energie, Laser und sonst was, das sofern alles leider nicht. Reine Projektile, reine Schusswaffen, mit denen auf einen geschossen werden, werden halt sofern reduziert. Ihr seht jetzt schon an der Zahl, Damage Reduction 95% ist schon sehr ordentlich. Heißt, der Schaden wird da schon ordentlich runtergedrückt. Dadurch, dass es nochmal ein Reflect ist, heißt, die Gegner, die kriegen diesen Schaden quasi auch nochmal zurückgeschossen. Ist auch nochmal ganz nett. Macht sich vom Schaden her halt überhaupt nicht bemerkbar. Ist wirklich ein reiner Survival-Skill. Dafür ist er sofern aber tatsächlich sehr, sehr gut. Wurde von mir dann noch ein bisschen mit anderen Mods sofern gepimpt, aber da kommen wir dann gleich nochmal zu. Und zu guter Letzt, das eine große Ding, was Mesa nochmal hat, ist Peacemaker, der Ultimate. Sorgt dafür, dass sie ihre, wie nennt man die Dinger mittlerweile? Regulator Prime, da gab es einen Fachbegriff für die, ist mir jetzt gerade mal nicht geläufig, für diese eine Waffenart. Mittlerweile ist es ja so, dass die Warframes, wenn sie eine Waffe als Skill haben, dass sie auch nochmal so selber unterteilt sind. Seht's mir nach, habe ich gerade vergessen, wie dieser einzelne Begriff ist, weil erneut, ich muss auch gerade wieder ein bisschen selber ins Spiel mit reinkommen. Lange Rede, kurzer Sinn, sie holt ihre Revolver raus und geht in eine Position, wo man quasi, würde ich schon fast ein Aimbot nennen hat. Sprich, man ballert einfach nur drauf los und mit einem Mörder-Attack-Speed einfach über alles hinweg, was vor einem drauf ist. Das werden wir auch gleich nochmal sehen, das ist tatsächlich recht beeindruckend, würde ich meinen. Bei kleineren Gegnermengen oder bei kleineren Gegnern ist das Ding recht schnell durch, weil die Gegner relativ schnell sterben. Richtig scheinen tut das Ding aber erst, wenn man gegen, ich sag mal, Bosse kämpft. Sprich, wenn man irgendein großes, fettes Vieh vor sich hat, was einfach literweise HP hat und einfach nicht sterben will, da macht Mesa tatsächlich echt kurzen Prozess draus, weil der Attack Speed, der ist nicht ganz ohne. Wir haben auch noch ein paar Sachen mit drin, wo der Attack Speed auch nochmal deutlich erhöht wird. Und der Schaden, je länger man schießt, wird auch immer nochmal so ein kleines Stücke besser. Sprich, am Anfang ein bisschen weniger Schaden, nach einer Weile, sobald das Zielen, sage ich mal, schwerer wird, ist es aber so viel, was daraus gerotzt wird, das ist ein absoluter Traum. Knackpunkt bei dem Ding ist hier, sobald es aktiv ist, zieht es die ganze Zeit Energie. Heißt, wir müssen schon mal vorneweg gucken, wie kriegen wir das organisiert, dass wir, sobald wir Peacemaker aktivieren, nicht innerhalb von 2 Sekunden auf 0 Energie sind, der Fähigkeit gleich wieder aus ist, und dann stehen wir da,
Das ist jetzt hier ein bisschen schwierig, die Situation. Haben wir aber genügend Alternativen für. Noch ganz kurz auf den Passiv eingegangen, auch wenn der jetzt nicht so die Riesenrolle spielt. Das ist primär für Secondary-Waffen, für die Sidearms. Wenn man eine Dual-Wield-Waffe nimmt, sprich zwei Pistolen, sage ich mal, als Sidearm, dann kriegen die, was war das, 10% Fire Rate dazu, sprich die schießen 10% schneller. Wenn es so eine Einhänderwaffe ist, kann die 20% schneller nachladen. Yay. Und wenn man die Melee-Waffe weglegt, dann kriegt man plus 50 HP. Wohlgemerkt plus 50 HP und nicht plus 50% HP. Prozent wäre ein anderes Thema gewesen. Plus 50 HP ist halt, was ist das? Ein Drittelschuss? Keine Ahnung. Spielt so, wie gesagt, nicht wirklich eine Rolle. Also die Melee-Waffe würde ich dafür definitiv nicht wegstecken. Ja, dann kommen wir einfach mal dazu, wie ich die hier gebaut habe. Ich habe mir den Bild sofern auch aus dem Netz rausgesucht, sage ich mal ganz offen. Erneut, ich muss wieder ein bisschen reinkommen. Eine kleine Sache habe ich noch geändert von dem, was vorgeschlagen worden ist. Beziehungsweise ich habe es halt multipliziert, aber sehen wir gleich. Aura, Corrosive Protection, klar. Minus Armor, gerade das bisschen schwerere, bisschen beefigere Zeug, was rumrennt an Gegnern, hat halt immer viel Armor. Deswegen natürlich sehr brauchbar, dass wir die noch ein Stück runterdrücken können. Wir brauchen, wie gesagt, halt viel Energie. Und wir brauchen viel, dass die Energie nicht so schnell verbraucht wird durch Peacemaker. Deswegen haben wir schon mal geguckt, Duration Efficiency möglichst nach oben gedrückt. Range ist leidet so ein klein bisschen darunter, deswegen haben wir notfalls halt nochmal Stretch mit drin, um das nochmal so ein bisschen zu pushen. Na okay, Stretch darf auch gerne wieder rein, da gespielt. Mit T, ne? Ja, mit T. Mit T schreibt sich das ganz gut. Und ansonsten haben wir noch ein bisschen Ability Power mit drin, um entsprechenden Schaden zu machen, beziehungsweise die anderen Fähigkeiten so noch ein bisschen auszubauen. Was ich nochmal gemacht habe zum Thema Survivability, nehmen wir nochmal Quick Thinking mit dazu. Das einfach sorgt halt dafür, wenn man Schaden kriegt, wobei man eigentlich sterben würde, würde von der Energie, die man hat, das quasi aufgebraucht werden. Sprich, der Energiebalken, den man hat, ist eine Notfalllösung für die eigene HP. Dadurch, dass wir halt schon die Energie möglichst runtergedrückt haben vom Verbrauch her, bietet sich das so tatsächlich mit an, weil man wird die Energie, würde ich mal behaupten, deutlich schneller regenerieren, als dass man sie verbraucht. Insofern kann man das ganz gut machen, um notfalls halt noch mal ein bisschen zu überleben. Dafür können wir auf so Vitality-Mods und so einen Schnack einfach komplett verzichten. Plus, man darf ja nicht vergessen, 95% Damage Reduction nur gegen Schüsse, aber es wird da doch relativ viel geballert in diesem Shooter-Spiel. Ja, wir haben halt genommen Prime Flow, klar, großer Energiepool, Prime Continuity, auch klar, Duration möglichst hochziehen, Efficiency, ganz normal und mit Narrow-Minded, mit Fleeting Expertise und Transit Fortitude haben wir das Ganze nochmal so ein bisschen ausgeglichen, dass wir letztendlich auf den Wert kommen. Wie gesagt, Stretch halt nur, damit wir das noch so ein bisschen ausgleichen können von der Reichweite her. Mesa's Waltz ist ein Ding, das ich so tatsächlich auch noch ganz geil finde. Das ist eine Augment-Mod, die halt dafür sorgt, dass man Peacemaker so ein bisschen laufen kann. Steht jetzt da, man kann halt mit 50% vom Movement-Speed noch rumrennen. Das ist sofern in Ordnung. Man kann aber auch Rollen machen, dann ist man auch halbwegs schnell unterwegs. Zeige ich aber auch gleich nochmal. Ansonsten würde man mit Peacemaker nämlich einfach nur stationär auf einer Stelle stehen. Könnte von da aus ballern. Was jetzt nicht so dramatisch ist, aber wenn man schon die Möglichkeit hat zu sagen, gut, ich kann halt ein bisschen hin und her laufen, sollte man es auch machen. Mesa Prime ist mit ordentlich Polaritäten sofern gekommen, deswegen muss ich das Ganze nur dreimal vormachen. Dann ist das Ganze schon in Ordnung. Und was wir dazu genommen haben an Arcanes, was ein Ding ist, womit ich mich zum ersten Mal tatsächlich beschäftigt habe, weil diese ganze Einhundung-Geschichte und so bisher für mich immer noch so ein bisschen Fremdwort ist, sag ich mal ganz offen. Arcane Velocity hatte ich mir mal organisiert. Was mich einfach dafür sorgt, sobald man einmal crittet, wird die Feuerrate von Pistolen für 80% erhöht. Okay, 60% Chance bei einem Crit. Das Ding habe ich zweimal drin, das Ding kann auch zweimal stacken. Heißt, wir kommen dann unterm Strich bei, was sind das, plus 160% Fire Rate. Merkt man. Merkt man definitiv. Knapppunkt ist nämlich, Peacemaker zählt dann nur als Pistolen. Da haben wir die schönen Dinger. Und Crit-Chance bei dem Attack-Speed, den wir haben, ich meine, wir können auch gleich mal in Peacemaker sowieso reingucken. Crit-Chance hat das Ding ohnehin von 63% plus halt den Attack-Speed, den wir haben. Ja, ist eine halbe Sekunde, dann ist das Ding geprockt. Also da braucht man sich keine Sorgen machen und denn das macht wunderschön, wunderschön Damage, der da zusammenkommt. Entsprechend haben wir hier auch gesagt, gut, Multishot, klar. Allein Basisschaden ein bisschen aufbauen mit Elementen natürlich. Fire Rate nochmal ein bisschen hochtreiben, dass man das Ganze nochmal ein bisschen eskalieren lassen kann. Und natürlich Crit. Ist ein ganz normaler Crit-Attack-Speed-Build, wie man es, ich würde mal schon behaupten, aus jedem MMO auch kennt, weil alles, was so ein bisschen halbwegs schnell angreifen kann, skaliert in der Regel mit Crit-Schaden auch nochmal sehr, sehr gut.
Ja, könnte bei mir natürlich ein bisschen geiler aussehen, wenn ich noch ein bisschen Endo gehabt hätte für die anderen Mods. Die habe ich jetzt auch noch nicht so lange. Aber das ist tatsächlich ja eigentlich nur so ein bisschen Detail, weil die Zahlen werden ein bisschen hochgeschoben, die Mods bleiben dieselben. Hooray. Ihr seht aber, das ist sofern alles schon mal ganz gut ausgebaut. Und dann würde ich mal meinen, gucken wir uns das Ganze doch mal in Aktion an. Ich glaube, ich habe sogar schon. Hatte ich nicht sogar schon welche stehen? Ja, da vorne stehen schon welche. Nehmen wir die. Energie einmal schön aufladen. Aber ich könnte die KI einschalten. Machen wir erstmal Survival. Machen wir erstmal Survival. Sind die dann jetzt schon an? Ja, wunderbar. Muss ja dem Ding hier auch noch ein bisschen rumspielen. Wir machen natürlich einmal den Vorführeffekt. So sieht das nämlich aus, ohne irgendwelche Survival-Fähigkeiten. Dann machen wir an Shooting Gallery, machen an Shatter Shield. Und nutzen einfach mal unsere 95% Damage Reduction ein Stück aus. Ihr seht ja auch schon, die stehen hier so stellenweise ein bisschen rum. Waffe geht nicht. Das ist halt, was Shooting Gallery macht. Und vom Schaden, der jetzt auf einmal reinkommt, ist es doch deutlich, deutlich weniger als das, was wir gerade hatten. Erneut, das sind hier gerade Level 120 Gegner. Ihr seht jetzt, wie meine Energie runtergeht, dadurch, dass sie jetzt an meiner Energie kratzen. Aber wo ich eben noch wirklich gewone-shottet worden bin, kann ich jetzt hier noch halbwegs rumrennen. Erneut, mit Energiewaffen und so alles immer ein bisschen anders. Aber sobald es halt nur ums Schießen geht, kommt man da doch ganz gut durch. Ja, seht ihr, Shooting Gallery und Shatter Shield. Wunderbar zum Überleben. Jetzt kommen wir aber mal ans Eingemachte. Peacemaker. Braucht man im Grunde nur aktivieren und gedrückt halten und schon ist alles tot. Erneut Level 120 Gegner, also halten in der Regel doch schon ein kleines Stück aus. Aber so schnell wie hier die Zahlen fliegen, ist das überhaupt kein Problem. Was man halt machen muss, ihr seht da jetzt rechts unten gerade die Energie, der Energieverbrauch ist jetzt nicht so hoch durch das Ding. Weil wir halt entsprechend runtergedrückt haben, da ist das durchaus schon in Ordnung. Und ich meine, stellen uns einmal so ein Energy Restore Ding hin und dann ist es ratzfatz auch wieder voll. Brauchen wir uns keinen Kopf machen. Bewegung her, 50%, man sieht es halt leider, es ist sehr langsam. Man kann aber hin und her rollen und dann kommt man doch ganz gut voran. Einziger Unterschied ist natürlich, hey, ich kann während des Rollens nicht noch ballern. Aber so schnell, wie man wechseln kann von dem Ding, ist das überhaupt kein Problem. Ganz und gar nicht. So, jetzt können wir mal. Haben wir vielleicht gerade mal die Möglichkeit? Ich glaube 120. Ja, 120 ist leider schon das Maximum, was ich machen kann. Ich will mal die AI pausen. Jetzt dürften die Kollegen ja nur da stehen. Ja, wunderbar. Dass wir einfach mal Peacemaker nochmal ein bisschen genauer in Aktion sehen können. Ein Traum. 120 Gegner, also nicht 120, aber Level 120 Gegner innerhalb von Sekunden zerstört. Ihr seht in der Mitte diesen rötlichen Kreis, nenne ich es mal. Der wird zunehmend kleiner, je mehr man ballert. Und entsprechend dürfte da der Schaden auch ein kleines Stück nochmal mit nach oben gehen. Er wird, wenn man eine Weile nicht mehr ballert, wieder größer. Und das ist im Grunde einfach der Zielbereich. Heißt, wenn ich Peacemaker gerade starte, ist es ja schon so ziemlich der ganze Bildschirm, den man hier sieht. Das heißt, einfach nur gedrückt halten, Viehzeug stirbt, fertig. Je länger man ballert, desto mehr muss man zielen. Ist jetzt natürlich sehr dramatisch, gerade bei der Größe, aber Und desto mehr Schaden kommt dann, wie gesagt, dann auch raus. Was, wie gesagt, gerade bei Bossen echt sehr, sehr geil ist, weil die sterben innerhalb von Sekunden einfach nur weg. Ja, und mehr als einmal gedrückt halten, Ziele werden automatisch gesucht. Braucht man auch nicht machen. Und ich würde meinen, Mesa ist auch so nach wie vor. Ich habe es auch noch dunkel in Erinnerung. Erneut, viel hatte ich so vorher nicht gespielt. Aber dass es so zu den Top-DDs gehört hat, ja, das war mir da auch durchaus nochmal bekannt. Jetzt, wo man es aber auch mal tatsächlich aktiv spielt, schon sehr, sehr geil. Schon wirklich sehr, sehr geil. Und ja, gerade die Kombination, Energie entsprechend runtergedrückt, dass es möglichst effizient ist und dadurch selber nochmal ein bisschen mehr überleben. Nimmt auch so dieses DD-typische, hey, ich werde innerhalb von 2 Sekunden zerstört mit raus. Und dann muss man sich da auch herzlich wenig Sorgen machen. Ja, das dürfte eigentlich im Großen und Ganzen gerade gewesen sein zu Mesa Prime. Wie gesagt, großer Fan von dem Ganzen. Sieht sofern auch recht schick aus.
Und allgemein dieses, den Unterschied, mal gucken, ob ich es jetzt gerade hier nochmal habe, den Unterschied von einer normalen Mesa zu Mesa Prime, rein vom Outfit her, ja, ist schon geil. Ich mag halt auch tatsächlich, wie sie den Prime-Hut genommen haben, wie das jetzt hier so dieser typische, ich nenne es mal Western-Hut ist, es ja aber den Falkenhelm mitgibt. Der schon sehr diese Kategorie bisher immer ausgebaut hat, würde ich mal behaupten. Es ist schon... Ich mag die Tenugen-Dinger ja. Insofern halt auch, dass die Leute, die das nutzen, selber so ein bisschen supportet werden. Dass sie das Ding jetzt damit komplett überschrieben haben, ich meine, ist halt immer Geschmackssache, aber ich sehe halt so keinen Grund mehr, dass ich mir dieses Ding holen sollte, wenn das automatisch drin ist. Für den Typen, der das gemacht hat, natürlich ein bisschen unschön. Aber was soll's. Unterm Strich einfach ein geiles Design. Ist ja auch ein bisschen mehr für die Spieler. Ja, dann würde ich meine, was ist, wie gesagt, von meiner Seite, wenn ihr da noch irgendwas dazu habt, was ich vergessen habe, was ich übersehen habe, was ich vielleicht falsch gesagt habe, für die Leute, die Mesa schon religiös seit Jahren spielen, dann bitte unbedingt einmal in die Comments, dass ich da vielleicht auch noch mal ein bisschen was mitnehmen kann. Und dann würde ich meinen, sehen wir uns auch schon wieder beim nächsten Mal. Ciao.